Was müssen wir tun? Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Liebe den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit aller Kraft. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast recht. Handle danach und du wirst leben. Wer ist mein Nächster? Doch nicht diese Soldaten da. Und der Cäsar? Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen gab er dem Wirt 2 Denare und sagte, er möge für ihn sorgen. Wenn ich wiederkomme, werde ich dir bezahlen, was du mehr für ihn brauchst. Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der überfallen wurde? Der Mitleid hatte mit ihm. Dann handle genauso.